Wow, 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 Digga, was regt dich denn so auf? Ja, alles, zum Kotzen mehr. Oh, Digga, pass mal auf. Ich mach erstmal das, was ich gut kann und streu gut einen an. Angebaut, ja, komm, ich mach die Mische, dann zwischen wann Kopf und dann Tischte. Nimm mal deine Story auf und sag mir, was dich bedeutet. Vielleicht hab ich da einen kleinen Tipp für dich, vielleicht aber auch nicht, vielleicht ist es mir sogar egal, aber es kommt auf den Versuch an, voll genial. Ich bin nicht nur Psychopath, nein, auch Straßenpsychologe, ja, Straßenpsychologie, 20 Semester, ich hab's perfekt drauf. Ich check auch, ob ich am Silvester dann mal wieder auf deine Braut aufkommen kann, weil du irgendwo besoffen in der Ecke liegst, aber ich der Überdruck bin, der hier rumkriegt, weil sie ist horny, leicht angetrunken. Du bist im Suppen, Schlaf versunken und bekommst nichts mit, obwohl du mit auf den Bett liegst, wo ich die Nase siehst du nur da und schnarchst. Ja, mir macht das nicht, ich geh drauf, denn no risk, no fun. Schaka, Norris. Norris ist der Peter aller Peter, deshalb ist er auf deine Bitch und du hältst die Kamera. Switch, Rolle getauscht, nee, komm nicht in Frage, ich guck dir doch nicht zu, was ist das denn bitte? Bitte, 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 geh dein Weg, bitte, 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 lass mich stehen. Ja, lass mich allein, das ist sogar gut für mich, denn mit dir werde ich niemals nicht auf den grünen Zweig kommen. Niemals nicht, Battleboy Basti, auseinander werde ja niemals BTV, DNS, klar machen, dass er Stress und mir Brille rückt. Ja, so komm ich nie dazu, mit dir im Gepäck, deswegen sag ich, ich mach jetzt mein Solo-Dreck. Mal check. Kommt einer so hart auf Solo, ja, jetzt mit Solo-Hemd und Karo-Hose, bin ich immer noch nicht so ein rosa Poser wie du, denn ehrlich gesagt, du und deine Crew, ihr kommt rüber, so wie Toni K und den Gelinde gesagt, ich hab da plötzlich Bilder im Kopf und könnte kotzen, wenn ich sie immer noch in also an die in Strapfen mit unrasierten Beinen und so, einfach ekelhaft, ich musste gleich zum Klo, hab mich übergeben, dann muss ich lachen und gleich wieder kotzen gehen, denn Mann, sowas macht man doch nicht. Ich meine, Schwänzen lutschen, okay, ist dein Ding, aber doch nicht den Strapfen und dann noch unrasiert. Die Synapsen verknüpfen sich und signalisieren mir ekelhaft. Mach, dass er wegkommt, bevor er dir noch ein Angebot macht. Yeah. Mein Angebot wäre, dass ich ihn umlege, und zwar mit der Schere direkt ins Herz hinein. Herzlein, du musst ja traurig sein, aber du lebst als gefährlich. Wenn du dich mit Schatter N anlegst, wirst du wirklich gefährlich und verwichtig. Auch zu dünnem Eis, denn es ist halt nur ein schmaler Grat zwischen Wahnsinn und Genie. Ich bin halt ein wahnsinniges Genie und gehe 8 Jahre teilweise unmöglich. Welcome to China, Japan, konnichiwa, sayonara.